Hallo, liebe Freunde des hochgeistigen Genusses. Ich wollte euch recht herzlich begrüßen zu unserem Jubiläumsjahr, 100 Jahre Edelbrennerei. 1919 wurde das Brennrecht hier auf dem Hof eröffnet. 2019 sind wir Bombe ins neue Jahr reingekommen. Ich habe riesen Erfolg gehabt bei der Destillata 2019. Am 22. März, Schloss Grafeneck, geehrt. Volles Programm, ich war mehr als geflasht. Newcomer des Jahres 2019, Edelbrenner des Jahres in Silber 2019, also zweiter der Gesamtveranstaltung. Nationensieger Deutschlands, zwei Edelbrände des Jahres für Spätburgunder Dresdner im Eichenfass, für Birne im Fass, für Gewürztraminer Dresdner 20 von 20 Punkte, zig Gold, Silbermedaille, Gin, Altner Gin Goldmedaille. Hier sehen Sie da an den Medaillen, das ist nur eine kleine Auswahl. Ich kann nicht alle tragen, sonst zieht es mich runter. Eigentlich tut es mich ja beflügeln. Ja. Also das war schon ein Hammererlebnis. Ich bin stolz wie Bolle auf den Erfolg, hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Und das im Jubiläumsjahr. Ich selber habe auch 25 Jahre Jubiläum. Ihr könnt euch auf ein paar schöne Sachen freuen dieses Jahr. Es wird einen Tag der offenen Tür geben, die neue Brennerei wird vorgestellt. Einige neue Produkte, ein Absinthisch in der Mache. Was soll ich sagen? Ich brenne nach den Jahren immer noch für meinen Job. Ja? Und wie man sieht, immer noch erfolgreich. Und wünsche euch jetzt schon mal frohe Ostern.